die Pfarrer der Thomaskirche, Pfarrerinnen, Pfarrer, diesen Gedanken des Willkommenheißens für Flüchtlinge natürlich sehr unterstützen. Und wir freuen uns, dass Sie Interesse an dem haben, was wir als Leipziger Musiker gerne tun möchten, um ein Zeichen auszusenden, dass es sehr viele Menschen gibt, die Empathie für die Not anderer haben und dass dieser Ungeist, der in den Medien verständlicherweise so großen Raum in der Berichterstattung einnimmt, aber nicht die Meinung von vielen Menschen widerspiegelt, sondern dass es sehr viel mehr Menschen gibt, die mit offenen Armen diejenigen, die zu uns kommen, aus großer Not heraus willkommen heißen. Und dass Christoph Biller dafür eine Kantate gewählt hat, die den Titel »Brich dem Hungrigen dein Brot« trägt, das hängt nicht nur damit zusammen, dass sie genau auf den Sonntag geschrieben wurde von Bach, sondern dass sie hier in der Thomaskirche und auch in St. Nikolai an einem Sonntag erklang im Jahre 1730 oder 32, bitte schauen Sie nochmal das Datum nach, als in Leipzig Flüchtlinge aus Salzburg ankamen, die um ihres Glaubens willen vertrieben wurden. Und wenn Sie den Text der Kantate lesen, der auch abgedruckt ist, dann werden Sie merken, an Aktualität hat es nichts verloren und es liegen 3 Jahrhunderte dazwischen, aber mehr auch nicht. Menschen sind geblieben mit aller Freundlichkeit, die sie anderen entgegenbringen, auch mit aller Ablehnung leider. Einmal das Konzert, von dem Herr Fritsch schon geredet hat am Sonntag in Alt-Tröglitz, wo wir ein Zeichen setzen wollen für Mitmenschlichkeit gegen Fremdenhass. Und die Kantate von Bach spricht da eine deutliche Sprache, erstens mal durch die Worte, die dort vertont sind, andererseits auch durch seine Musik. Die Musik Bachs ist ohnehin eine Musik des Friedens und der Friedfertigkeit der Menschen untereinander und dass sie andererseits auch nicht an irdischer Vitalität arm ist, sondern eben den Tanz als Ausdrucksform des menschlichen Innenlebens im Zentrum hat, spricht ja auch für sich und erhebet die Niedrigen. Denn Hilfesuchende, das weiß ich als gesundheitlich schwer beschädigter Mensch, die brauchen Hilfe und die brauchen vor allen Dingen auch dieses Verständnis, dass sie in ihrer Not nicht allein gelassen sind und dass sie sogar erhoben werden, wie es in dem Lobgesang heißt. Und wir wollen eben auf diese Weise auch dem geplagten Landstrich, der eben durch diese Demonstration gegen die Mitmenschlichkeit, muss man ja eigentlich sagen, dann schweren Imageschaden bekommen hat, Imagezugewinn bringen, indem wir eben dort Musik machen. Vielleicht, und eigentlich bin ich überzeugt davon, wird es der Musik Bachs und uns gelingen, den Geist dieser Friedfertigkeit in diese Mauern zu bringen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Götz Ulrich und ich bin der Landrat des Burgenlandkreises. Und der Ort Tröglitz, von dem Herr Professor Biller bereits sprach, der liegt im Burgenlandkreis. Bevor ich auf die Veranstaltung und auf Tröglitz eingehe, möchte ich aber sagen, es gibt zu dem Umstand, dass Herr Professor Biller mit dem Konzert und weiteren Veranstaltungen
In dem Burgenlandkreis kommt auch noch einen anderen Bezug, nämlich seinen ganz persönlichen. Herr Professor Biller stammt ja aus Nebra, wurde in Nebra an der Unstrut geboren, also nur 10 Kilometer von dem Ort, in dem ich wohne, nämlich in Bad Bibra. Und wir stellen heute mal alle Befindlichkeiten zwischen den Nebraern und Bibraern ganz beiseite. Und ich möchte einfach sagen, dass wir natürlich im Burgenlandkreis und nicht nur die Nebraer stolz sind, dass wir über diese vielen Jahre, über 22 Jahre hinweg, hier jemanden hatten, der als Thomaskantor gewirkt hat und auf den wir immer alle geschaut haben, der aber in den ganzen Jahren seine Heimat nie vergessen hat. Also Herr Professor Biller war auch in Nebra, hat dort auch Konzerte gegeben, und dass er das jetzt gerade in dieser kritischen Zeit tut, und das war ja auch seine Idee, wie auch die von Herrn Fritsch, der hier neben mir sitzt, das ehrt uns ganz besonders, und wir sind dankbar dafür, dass wir ihn gerade jetzt in schwierigen Zeiten an unserer Seite haben.